Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alone in Ark. Ja, bei dem wunderschönen regnerischen Wetter. Habt noch ein bisschen offscreen, habe ich noch was gemacht. Und zwar habe ich mir eine kleine Unterstützung geholt. Und zwar hier mein Eden. Ja, weil ansonsten wäre es halt ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen schwierig, da immer wegzukommen von der kleinen Insel hier. Gut, wegkommt man immer, aber. Ne? Bleib doch stehen. Dankeschön. Ja, Level 329 hat mich, sage ich mal, auf vielen Servern immer begleitet. Und deswegen ist er auch immer so hochgestiegen vom Level her. Er ist eigentlich, wollte ich den immer als Lastentier nutzen und halt für Bewegung, dass er immer schnell hinterher, ja, blablabla, hin und her fliegt. Deswegen bei 147,5% an Geschwindigkeit sollte eigentlich kein Kämpfer werden, weil das sind, sage ich mal, so seine Standardwerte gewesen. 443% waren so immer seine Werte gewesen. Er ist eigentlich kein Kämpfer. Ist eigentlich rein ein Lastentier. Mehr soll er nicht sein. So. Hier war doch irgendwo meine Rüstung gewesen. Ah, ne. Da habe ich vergessen auszuziehen. Bip. Naja, gut. Aber dementsprechend kann ich jetzt auch ganz ruhig und gemütlich hier meine Fasern holen, wo ich brauche. Hier gibt es auch Eisen, also Metalle. Kann man hier gut holen. Und ja. Es hat sich doch gelohnt, noch diesen Vogel zu holen. So. Nein. Komme ich ja nicht mit so Marotten an. Na. Sammel doch auf. Danke. Ich brauche unbedingt mal die Sichel. Aber die Sichel, naja. Gibt's erst später, ne? Wo sind sie dann? Ja. Erst ab Level 25 kann ich mir die Sachen herstellen. Beziehungsweise ab 30 kann ich erst die Sichel machen. Oh mein Gott. Oh. Weiter weg, aber naja. So. Dann fetch das paar Steine noch und dann muss ich mir halt wieder alles nochmal craften. Aber was soll's, was soll's. Hauptsache, ich habe jetzt einen Vogel. Achso, ja, das kann ich mal hier mal austesten. Es regnet ja. Was passiert jetzt? Wirst du bewässert? Nein. Also Regen hat keinen Einfluss drauf. Warum auch immer. Naja. So, aber. Ich kann jetzt auf jeden Fall noch ein paar Foundations nochmal herstellen. Das ist gut. Weil die anderen habe ich abgerissen. Für zu testen. Gut. Ja, ein paar Levels muss ich halt noch machen. Verrottetes Fleisch. Was habe ich noch an verrottetes Fleisch noch da? Eigentlich, ja, 12 Stück sind gerade viel. Weil sonst würde ich ja hier nur Narcotics herstellen. Weil die geben sehr viele Punkte. Also 966 Punkte. Naja. 6 Punkte jeweils. Kleinvieh macht auch Mist, wenn man irgendwann mal circa
500 Narkosemitteln herstellt, dann rechnet sich das schon zusammen. So ist es nicht. So, mein Feuer ist aus. Jawohl. Das nehme ich mit. Das kommt mal erst hier in den Packesel hinein. Holz, okay. Ab wann kann ich dann die Schmiede machen? Die kann ich doch eigentlich auch schon tun. Oder das dauert ebenfalls noch. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Da ist die Schmiede, Level 20, okay. Ja, schade. Ich dachte, ich könnte die schon machen. So, Tierhaut, Tierhaut. So, mein Vogel hat ja Tierhaut. So, was habe ich jetzt hergestellt? Nein. Okay. Das. Natürlich fehlen mir nochmal Fasern. Okay. Ja, es mangelt an Fasern. Es mangelt an Fasern. So, die Beine. Ja. Jede Menge Fasern. Ja, jedenfalls bekomme ich noch so ein paar Narkosebeeren. Hä? Wieso kann ich jetzt nichts hier abernten? Seltsam. Komisch. Ja, ich weiß, mir ist kalt. Aber das soll jetzt noch ein bisschen warten. So, die Beine und die Hände. Und dann bin ich wieder mal komplett ausgerüstet. Mit einer billigen. Mit einer billigen Geschichte. Ah, siehst mal nicht mehr so ganz nackt aus. Tja. Ich glaube, ich spare noch für den Twike-Sattel. Damit ich schneller an Narkosebären drankomme. Dass ich hier meine Pfeil und Bogen noch kann bauen. Für halt die Tiere zu zähmen. Ah je. Ein Biber hätte ich auch gerne. Er kann nämlich auch gut hier die Büsche abfarmen. Du ein Biber. Aber da brauche ich aber jede Menge Narkosemitteln, weil den ihr Torpor-Wert geht sehr rasant runter. Also, wenn man, sag ich mal, so einen kleinen bekommt, also einen kleinen Biber, boah, ich glaube, da braucht man an die 50 Narkosemitteln für den zu zähmen. Also klein heißt so Level 10 in dem Bereich. Aber braucht man schon an die, ja, circa 50. Aber ich habe ja auch die Tame-Rate, ist ja bei mir relativ hoch. Und dann sollte es eigentlich relativ auch flott gehen. Hier ist Eisen, Metall, Limestone, Iron, ja, Eisen. Ja. Es ist nicht so ertragbar. Mit dieser Pickaxe. Da bekomme ich ja mehr Stein raus als Eisen. Naja, was soll's. Ich brauche unbedingt, ja, die normale Spitzhacke. Also die Eisenspitzhacke. Dass er sich relativ lohnt. Alter, wie viele Waffen es hier gibt, das ist unglaublich. Wahnsinn. Oh, eine Axt. Okay. Ja, da kann ich ja nichts Großartiges bauen. Da kann ich ja nichts Großartiges bauen.
Schade. Naja. Tun wir noch ein bisschen Eisen hacken, weil da sind wir auch gleich wieder Level 15. Und dann kann ich ja hingehen, den Pfeil und Bogen bauen. So, lieber Vogel, bitte aufsetzen. Dann packe ich mal das Eisen da hinein. Die Steine kommen da weg. Ja, Limestone, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Aber mal schauen. So. Wie viel zwei Narkosemitteln gibt es? Hier habe ich noch welche drin. Okay, passt. Ja. Und dann würde ich sagen. Er ist zwar kein guter Kämpfer. Aber. Sind sie weg? Ah, da hinten ist es Bino. Oh, der hat ein Ei gelegt. Das ist ein weiblicher. Das ist ein weiblicher Spino. Wenn ich jetzt dann nur. Ah, ich weiß nicht, was für Level er ist. Alleine schon im späteren Verlauf für Eskibbel will ich schon die Eier haben. Da hätte ich schon gerne die Eier dafür. Wenn er will, kann er schon gut Schaden machen. Oh, beide haben Level abbekommen. Sehr schön. So, aber nun. So, Narkosepfeile kommen erst. Oh Gott, erst mit Level 20. Eieieiei. Die kommen erst mit Level 20. Abdur-Sattel, Patschi. Den Schrank nehme ich mit. Genau. Das hättest du wohl gerne. Wow. Was bist denn du für Level? Was bist denn du für Level? Eine 120er Kano, ernsthaft? Oh mein Gott. Aber jedenfalls bin ich hier mal noch eine Gefahr los. Okay, jetzt habe ich wieder ein Level abbekommen. Wow. Sogar ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. So, Fernglas. Ja, Kristalle, na toll. Na toll. Eieieiei. Ich muss irgendwie noch ein bisschen leveln. Da ist ja noch einer. Okay, da warst du doch nicht der Einzige gewesen. Wenn da ja noch einer ist. Ja, das ist auch bestimmt immer so 100er plus. Wow. Okay. Gewischt. Ah, Level 18. Ne. Ist noch nicht das, was ich erhofft habe. Wenn ich jetzt das Ei klaue von dem
als Spino, dann ist er hinter mir her die ganze Zeit. Wenn ich nur wüsste, was der für ein Level hat. Das würde mich da interessieren. Weil ein Spino alleine jagen, das wird ja ein bisschen knifflig. Da bin ich doch froh, dass ich noch meinen Vogel habe. Ah, da ist der andere Spino. Da ist ja der andere. Das ist die Frage, männlich oder weiblich? Sehe ich nicht. Weiß nicht, was du bist. Männlich oder weiblich? Lol. Feuerwerk-Leuchtpistole-Skin. Was ist denn das? Naja. Jedenfalls ein Spino weniger. Ich gehe mal. Oh. Oh, what? Oh, oh, oh. So. Kann ich jedenfalls ein paar Punkte ausgeben. Das hier hätte ich gerne, den Schmelzofen hätte ich gerne. Alles andere muss ich halt noch ein bisschen leveln. Okay, das ist eigentlich auch gar kein Problem. Das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Insektenschutzmittel, okay. Pachi, Raptor. Ah, wo ist denn der Trike-Sattel? Triceratops, also doch. Ich dachte, er wäre immer mit Level 15. Könnte man den nehmen. Aber, naja. So. Steine habe ich ja jede Menge. Dann, ja, ich hoffe es mal, da ich mal einiges habe an Steine. Weil dann baue ich mir hier erstmal eine Schmelze hin. Am besten zwei Stück. Mal schauen, wie viel ich kann bauen. Eine Schmelze, Stein und Tierhaut. Ja. Steine. Ist das Problem. Ja. Tierhaut ist ja eigentlich gar kein Problem, weil das hat ja mein Vogel hier. Das habe ich alles bekommen. Oh, 10 Pfeile. Das finde ich wunderbar. Okay, ein Rezept. Ein Skin. Was man immer damit auch tut. Egal. So, ich habe ja gesagt, du sollst... Moment, du bist auf 600. Okay. Geh mal noch höher. Gut, ja. Da brauche ich noch mehr Steine. Da brauche ich noch mehr Steine und die bekommt man ja hier, Gott sei Dank. So. Kann jetzt noch mal ein bisschen dauern, weil ich brauche 250 Steine für zwei Öfen. Und da muss ich noch schauen, ja, die Mod muss ich mir runterladen. Ah, mit den Ruinen. Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das mal gesehen habe. Oder wo. Eine gute Frage. Gut, ich brauche hier eh ja noch jede Menge Steine. So ist es nicht.
Die kann ich erst später bauen mit Level 25. Ja, 21. Schade, schade. Ich dachte, ich könnte die ein bisschen früher bauen noch. Okay, das war's. Gut. Bitte aufsteigen. Danke. So. Den Ofen kann ich ja leider nur auf einer Foundation bauen. Das ist ja mal super. Provisori stelle ich erstmal dahin. So. Dann nehme ich mal hier das Eisen. Inventar öffnen, reinschmeißen und weiter geht's mit Eisen. Ich brauche schon ein bisschen mehr als nur die paar Stück hier. So, das muss ich schon nachschauen. Dass ich hier nicht nochmal runterfalle. Hey. So. Gibt's da mehr Stein als Eisen? Na toll. Na ja, gut. Im späteren Verlauf brauche ich auch jede Menge Steine. Und wenn ich da mit dieser Ruin-Mod will arbeiten, da sind ein paar Tausend, da sind da schon drinne. Ja, nicht wundern, ich mache mal noch eine Kippe fertig. So. Ah, und weiter geht's. Na toll. Oh, was fehlt mir? Holz. Oh Gott. Na, verdammt. Holen wir noch ein bisschen mehr Holz mit. Hier gibt es, glaube ich, auch irgendwo ein Eisenvorkommen. Irgendwo. Ja, das war, glaube ich, auf der anderen Seite gewesen. Erstmal noch hier die zwei Felsbrocken weg. Naja. Achso, die Twig-Sattel. Ach, eine Werkbank, natürlich. Die habe ich natürlich noch nicht, ne? Ne, habe ich auch noch nicht. Oh Mann, da vergisst man ja schon noch die Hälfte. Holzbank, Holztisch, Nee. Bin ich doof? Ja, ich bin doof. Mit dem brauche ich noch keine Werkbank. Den kann man ja so machen. So, lieber Vogel. Lande mal hier. Ich steig mal hier ab. Stopp. Ich gehe auf Steine. So, jetzt geht mir gleich noch die Axt kaputt. Und da habe ich wiederum keine Materialien. Oh doch, Schwarze. Sehr schön. Und meine Steine klopfen. Okay. So. Dann hier noch den Eisenfelsbrocken. Mit Limestone weiß ich nicht, weil ich damit anfangen kann. Ah. Oh Mann. Das ist eine richtige magere Ausbeute mit Eisen. Ah, Gott.
Trinken muss auch mal sein. Hier muss ich noch eine Mauer hochziehen zur Not. Hier muss ich noch alles dicht machen. Ah je. Arbeit gibt's hier genug. So, Inventar öffnen, reinpfeffern, anschmeißen. So. Dann würde ich sagen, nehme ich das hier mal alles raus. Jetzt bin ich gleich wieder überladen. Yep. Und dann fehlt mir Stroh. Na toll. Oh. Ein paar Schränke muss ich noch bauen. So, hast du Stroh? Hast du Stroh? Nein, du hast kein Stroh. Ernsthaft? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte, du hättest Stroh. So, du gehst bitte auf Gewicht. Ich gehe ebenfalls aufgewischt. So. Oh Gott. Bin noch komplett überladen, ey. je. Okay. Steine weg, das weg, das weg. Ja. Komm, ich nehme meinen Vogel. Ich nehme meinen Vogel. Ja. Alles braucht. Na, was fehlt mir jetzt da wieder? Steine, na toll. Wer hätte es geahnt? Oh, was ich an Material später alles brauche. Oh Gott. Ja, so komme ich noch ein bisschen Holz noch nebenbei. Du hast dich festgehangen. Dich mache ich mal nicht weg. Ach, meine Ausdauer ist auch mal wieder weg. Ah, toll. Nein. Ich wollte keinen Wasserbeutel bauen. Egal. Der hat sich auch festgehangen an dem Baum. Okay. Naja. Bist, ja. Kein perfektes Tier. Für sowas. Herstellen. Einen Schrank. Brauche ich nochmal jede Menge Holz. Das hast du ja. Das hast. Ups, falsch. Inventar öffnen. Holz, Holz. Oh, es fehlt mir jetzt wieder Fasern. Na toll, super. Ah, Gott. Was man alles braucht. So. Das bin ich natürlich überladen, ist klar. So, hier kommt mache ich Steine rein. Jetzt brauche ich quasi ja noch einen. Für Holz, Stroh, Fasern. Mal schauen, wie ich das angehen werde. Wieso geht das Wasser langsam hoch? Ich dachte, die Bären würden mir noch ein bisschen Wasser geben, aber anscheinend geben die mir nicht mehr so viel, wie es mal vorher war.
Naja, gut. Naja, gut. Würde ich sagen, mache ich für heute mal Feierabend. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.